In dieser Ausgabe von Ausprobiert geht es um Schuhe. Ja, richtig gehört. Ich habe zu diesem Thema bereits 2 Videos auf meinem Kanal veröffentlicht, jeweils über die Gießwein Merino Runner. Damit war ich jetzt nicht zu 100% zufrieden, deshalb gingen die nach einem Jahr zurück. Zumindest das hat gut funktioniert. Die Videos im Übrigen hier oben in der Infobox verlinkt und auch unterhalb in der Videobeschreibung zu finden. Danach haben es diese Schuhe in meinen Haushalt geschafft, die Nike Freerun 2. Die waren jetzt leider auch irgendwann einmal durch und ich musste mich auf die Suche nach einer Alternative begeben. Da habe ich mich dann an eure Kommentare erinnert zu diesen Gießwein-Videos. Ihr habt mich immer wieder dazu animiert, doch einmal Allbirds-Schuhe auszuprobieren. Und genau das habe ich jetzt getan. Wir gucken uns jetzt meine Allbirds-Bestellung genauer an. Oh, shit! Eieieiei. Oh, die gefallen mir auch richtig gut. Und damit hallo bei Ausprobiert. Sehr schön, dass ihr auch bei diesem Thema mit dabei sein wollt. Bevor wir gleich in die Allbirds-Welt hineinstarten, ein Rückblick. Warum habe ich mir diese Nike Freerun 2 überhaupt bestellt? Die Antwort auf diese Frage ist vergleichsweise einfach. Ich mag leichte Schuhe, ich mag luftige Schuhe, ich mag flexible Schuhe. Ich mag Schuhe, die eine weiche Sohle haben, die einem das Gefühl vermitteln, dass man fast schon so auf Wolken dahin schwebt. Und genau das hat mir jetzt nicht per se dieser Schuh hier geboten, sondern ein Vorgänger, den ich vor dem Gießwein-Schuh getragen habe. Und das war mein absoluter Lieblingsschuh, dieser hier. Nike Freerun RN aus dem Jahr 2018. Ich habe den irrsinnig lang getragen, bis es nicht mehr ging. Ihr seht es hier vorne, irgendwann war dann ein Loch drin. Und auch hier hinten ist dann diese Fersenstütze hier gerissen. Also ich brauchte eine Alternative. Ich wollte eigentlich diesen gleichen Schuh erneut bestellen, musste dann aber feststellen, dass das nicht ging. Ist per se nicht nachzuvollziehen, muss man aber wohl dann akzeptieren. Und dann bin ich bei den Gießwein-Tretern gelandet, die nicht so mein Fall war. So, und nachdem dann Gießwein over and out war, habe ich mich in die Nike-Welt zurückbegeben, in der Hoffnung, dass es ihn vielleicht doch wieder gibt. War nicht der Fall, aber ein ähnlicher Schuh wurde angeboten und das war eben der Nike Freerun 2. So, und ich muss jetzt schon festhalten, dass das jetzt kein schlechter Schuh war, keineswegs, aber der hatte jetzt nicht dieses Tragegefühl, der hatte jetzt nicht so die Qualität wie dieser Nike Freerun RN. Und wenn ihr irgendwann einmal über diesen Schuh hier oder eine Neuauflage dieses Schuhs stolpern solltet und dieses Video zufällig geguckt habt, dann lasst auf alle Fälle einen Kommentar da. So, und jetzt kommen wir zu Allbirds, weil das war jetzt meine große Hoffnung. Schaffen es Allbirds auf das Niveau meines heißgeliebten Nike Freerun RN aus dem Jahr 2018? Und deshalb habe ich mich mit diesen Schuhen auseinandergesetzt. Bevor wir uns jetzt einzelne Modelle angucken, die ich mir habe kommen lassen, gehen wir erstmal auf die Homepage und schauen uns das Unternehmen an. Das ist die deutsche Homepage von Allbirds. Die Marke ist in Deutschland noch gar nicht so bekannt, in den USA deutlich präsenter. Das Sortiment der Marke erstreckt sich nicht nur auf Schuhe, sondern darüber hinaus auch auf Kleidung und auf Accessoires. Das Schuhsortiment selber ist auch bereits relativ breit. Ihr seht das hier. Es werden nicht nur Laufschuhe, sondern auch wasserabweisende Sneaker, Hausschuhe, hohe Sneaker, Sandalen und Slip-ons angeboten. Und das war jetzt nur das Sortiment für die Herren. Wenn wir auf die Damen blicken, gibt es dann auch noch Ballerinas und Co. Also, wir haben hier ein breites Angebot. Ich denke, jeder kann hier fündig werden. Oben rechts auf der Homepage, ihr habt es vielleicht gerade eben bereits gesehen, gibt es einen Nachhaltigkeitsreiter. Man muss bei diesem Thema Nachhaltigkeit immer vorsichtig sein. Da wird viel Greenwashing betrieben. Ich erinnere nur an Gießwein. Es ist eine Frage des Vertrauens. Es lässt sich leider nicht alles nachprüfen. Aber nachdem ich mich intensiv mit Allbirds auseinandergesetzt habe, bin ich schon der Meinung, dass wir hier ein Unternehmen vorfinden, was sich über die Gebühr mit dieser Thematik auseinandersetzt. Also insbesondere mit der Frage, welche Materialien werden überhaupt verwendet und dann auch, wie sieht der CO2-Fußabdruck eines jeden Produktes aus. Erfreulicherweise kann man diese Information auch auf den Produktinformationsseiten finden. Also wenn wir uns jetzt auf diese Schuhseiten selber durchklicken, gibt es die Info, wie viele CO2-Äquivalente für die Produktion und für den Transport dieses jeweiligen Schuhs ausgestoßen wurde. Ich zeige euch das jetzt einfach mal am Men's Wool Runner Missiles. Wenn wir uns nicht zu sehr von den Bildern blenden lassen, sondern etwas nach unten scrollen, gibt es hier den Bereich Nachhaltigkeit. Und wenn man darauf klickt, erhält man die Information, wie groß der Fußabdruck, der produktbezogene Fußabdruck für diesen Sneaker ist. Er liegt bei 13,0 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und was mir zunächst einmal sehr positiv ins Auge fällt, ist die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Denn daran kann man aus meiner Sicht sehr häufig dieses Greenwashing erkennen. Die übermäßig positive Darstellung
findet hier nämlich nicht statt. Allbirds könnte auch ganz einfach schreiben, dass ihr Schuh, ihr Sneaker hier 30% weniger CO2-Äquivalente verursacht, als es ein normaler, regulärer Sneaker tut. Das macht man aber gar nicht. Man setzt gar nicht so diese Relationen zu anderen, sondern man versucht ganz einfach individuell das Beste rauszuholen und stetig daran zu arbeiten, dass dieser CO2-Fußabdruck geringer wird. Im Idealfall dann bei 0 Kilogramm CO2-Äquivalenten liegt. Das wird so nie gelingen, aber als Zielvorgabe ist das erstmal nicht verkehrt. Der Rest, der übrig bleibt, der wohl oder übel übrig bleibt, der wird dann kompensiert. Und es gibt darüber hinaus auch eine sehr schöne Informationsseite, die sehr ins Detail geht. Und das ist für mich auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich einer solchen Firma vertrauen kann. Also die machen das aus meiner Sicht echt richtig gut. Was ich an dieser Stelle auch positiv erwähnen möchte, ist ein besonderes Projekt, das Allbirds mit Adidas ins Leben gerufen hat. Es ging dabei um die Frage, wie ein Schuh aussehen kann, wenn man versucht, den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Und herausgekommen ist der Adizero x Allbirds Laufschuh und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da ist das Ding, es gibt ihn sowohl für Frauen als auch für Männer in jeweils drei Farbvarianten. Das hier ist weiß, dann haben wir hier auch noch schwarz, also so weiß-schwarz im Mix. Und dann gibt es noch eine bunte Neon-Variante, die vielleicht auch für den einen oder anderen ein optisches Highlight darstellt. Ja, mit diesem Schuh würdet ihr euer CO2-Budget mit etwa 3 Kilogramm belasten und das ist so das Minimum, was aktuell möglich ist. Viel mehr geht nicht, damit muss man sich dann auch irgendwie abfinden. Aber trotzdem, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem bereits vergleichsweise niedrigen 13 Kilogramm CO2-Äquivalente für den Allbirds-Schuh, liegen wir hier deutlich, deutlich darunter. Und mit 120 Euro ist dieser Schuh auch gar nicht mal so teuer. Ich muss gestehen, dass ich schwer im Überlegen bin, ob ich mir diesen Schuh nicht doch einmal kommen lasse, um ihn hier auf Ausprobiert vorzustellen. Ganz einfach, weil ich diesen Denkansatz, diese Herangehensweise so unterstützenswert finde und ich der Meinung bin, dass er eine breitere Öffentlichkeit verdient. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Ich habe jetzt erst einmal bei Allbirds direkt bestellt. Der Anlass war ein Black Friday Sale, obwohl ihr immer behauptet habt, es gibt bei Allbirds keine Black Friday Angebote. Bestellt habe ich den Men's Wool Runner Missiles in der Farbe Savannah Night für 99 Euro. Den Men's Tree Dasher One in der Farbe Thunder mit der weißen Sohle für 84 Euro. Und den Men's Tree Runners in der Farbe Heathered Black mit der gelben Sohle für 74 Euro. Das Ganze ließ sich dann sogar mit einem 10% Corporate Benefits Coupon kombinieren. Das heißt, wenn euer Arbeitgeber da aktiv ist, kann es vor einer Bestellung durchaus Sinn machen, auf der Seite einmal vorbeizuschauen, um zu prüfen, ob es einen solchen aktiven Gutschein zum jeweiligen Zeitpunkt gibt. Ich habe da einfach Mitte November einmal vorbeigeguckt und war selber überrascht, dass es einen solchen Gutschein gibt. Zumindest ist er mir vorher noch nicht ins Auge gefallen. Vielleicht war das eine temporäre Aktion. Vielleicht wird es auch dauerhaft angeboten. Ein Vorbeischauen schadet auf keinen Fall. So, und was ich euch auch noch mit an die Hand geben will, ist, dass es durchaus attraktive Sales gibt. Dieser Black Friday Sale, der wurde zum Christmas Sale und der ist auch immer noch aktiv. Das heißt, auf der Seite einfach mal auf Sale klicken und die Angebote und Preise checken. Dazu, wie gesagt, auf Sale und mich interessieren jetzt die Schuhe für die Herren. Und dann kommen wir zu einer Übersichtsseite. Auf dieser Übersichtsseite empfehle ich euch dann auf der linken Seite direkt nach der für euch passenden Größe zu suchen. Ansonsten ist es etwas mühselig, durch diese ganzen Alternativen durchzugucken und dann immer festzustellen, oh verdammt, meine Größe ist wiederum nicht vorhanden. Also ich habe Größe 43 und wenn man das dann auswählt, werden einem die Angebote präsentiert, die eben auch wirklich die Größe 43 bereithalten. Und das ist jetzt die Auswahl an möglichen Alternativen. Geliefert wurde 5 Tage nach der Bestellung und zwar in einer Form, die mir so auch noch nicht untergekommen ist. Und zwar hat mir der DPD-Bote 5 Papiertüten aus recyceltem Material vor die Tür gestellt, die wiederum mit einem Papierpackband miteinander verbunden waren. Wirklich kein Gramm Plastik und auch die Emissionen für dieses Verpackungsmaterial werden vollständig von Allbirds kompensiert. Sauber, genau so soll das sein. Der aufmerksame Zuschauer, der denkt sich jetzt vielleicht, wieso eigentlich 5 Tüten? Ganz einfach, weil ich mir ein Modell in mehreren Größen bestellt habe, dazu allerdings mehr später. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was in diesen Tüten drin steckt. Hier sind die guten Stücke und wir packen uns zunächst einmal diese Box hier. Das sind die Wool Runner Missile. Irgendwie ist es ja vollkommen banal, irgendwelche Kartons zu öffnen, aber irgendwie macht es mir dann auch immer wieder Spaß. Dieses Bild erwartet ein We Are All Birds und hier liegen dann die Schuhe drin.
Da kann man sie dann herausnehmen und das sind jetzt unsere Mizzle. Ja, auf den ersten Blick, ne? Sieht das schon sehr vernünftig aus. Ich bin jetzt auch gleich mal reingeschlüpft und es fühlt sich schon echt richtig gut an. Also wirklich. Andere Seite, gleiches Bild. Ja, es tut mir jetzt fast schon leid, dass ich etwas unsachlich werden muss, aber dieser Schuh macht schon in den ersten Minuten richtig Spaß. Material hochwertig, es fühlt sich einfach soft und gut an. Da gibt es keine Hitze an den Füßen, das ist atmungsaktiv. Da fühlt sich der Fuß drin wohl. Ich glaube auch barfuß. Gut, man könnte über meine Socken hier streiten. Wir haben hier eine Zunge, die gut ist. Da können wir auch unser Schnürbändel unterbringen. Wir haben hier an der Ferse alles schön weich, aber ausreichend Stabilität. Und die Sohle ist einfach der absolute Oberhammer. Also es ist so weich, es ist so soft. Also machen wir uns nichts vor, dieser Schuh, dieses Produkt von Allbirds ist sehr gelungen. Verarbeitungsqualität würde ich als gut bezeichnen. Es gibt auf den zweiten Blick vielleicht noch so kleinere Detailschwächen bei der Verklebung. Hier vorne wird es etwas unruhiger. Und ansonsten muss man sich vielleicht nur darauf gefasst machen, dass wir hier vorne im vorderen Bereich mit der Zeit einen zunehmenden Faltenwurf bekommen werden. Also diese Oberfläche wird nicht mehr ganz so glatt sein. Ich habe das jetzt einmal getragen in diesen Schuh und man sieht das jetzt schon. Ja, und zwar bei beiden Schuhen. Hier vielleicht sogar noch etwas mehr. Wenn man diese Schuhe jetzt etwas tragen wird, dann wird die Stabilität der Merino-Wolle abnehmen und dann wird man diese Falten hier zunehmend zu Gesicht bekommen. Und damit zur zweiten Box, den Tree Runners. Ich gebe ganz offen zu, dass dieses Design etwas gewagter ist und ich es eigentlich nur deshalb mitbestellt habe, weil der Preis so verführerisch war. Wir schauen auch hier rein. Die Box hat das gleiche Design. We are all Allbirds zum zweiten. Und hier haben wir unsere Schuhe mit dieser doch etwas dominant gelben Sohle. Nach einem Griff in die Box sieht der Schuh so aus. Er läuft nach vorne sehr spitz zu, was mir eigentlich immer recht gut gefällt, weil er dann nicht so aufträgt. Trotzdem will ich es nicht schön färben. Das Design selber holt mich jetzt nicht so ab. Das sah auf den Bildern irgendwie besser aus. Vielleicht muss ich nochmal 20 Jahre jünger werden, um diesen Schuh dann auch behalten zu können und tragen zu wollen. So ist mir das Ganze ein Ticken zu hip, aber das mag jeder anders beurteilen. Allein vom Aussehen werde ich den aber nicht behalten und wieder zurückschicken. Er heißt im Übrigen Tree Runner, weil das verwendete Material besonders ist. Wir haben hier auf der Oberseite ein Garn, das aus der Faser des Eukalyptusbaumes und Zuckerrohr gewonnen wird. Auf der Innenseite gibt es die klassische Merino-Wolle. Ja, leck mich doch fett. Am Fuß ist der noch mal besser als der Wool Runner Missile. Der fühlt sich noch geiler an. Oh. Also das Design ist nicht meins. Es tut mir leid, aber der Schuh, ach, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Träumchen. Also da hast du dann später auch den Faltenwurf nicht, ne? Gleich nochmal in den rechten Schuh reingeschlüpft. Und was soll ich sagen? Es ist fast so, als will dein Fuß in diesen Schuh. So einfach geht das. Ja, du hältst hier hinten einfach fest an dieser verlängerten Lasche und dann schlüpft dein Fuß einfach in diesen Schuh rein. Und es fühlt sich so weich an, es fühlt sich so soft an. Auch die Sohle,
Also, es ist fast schon zu gut. Sorry. Habe ich auch herausgefunden, warum das Anziehen dieses Schuhs so einfach von der Hand geht, weil die Zunge des Schuhs, also diese hier, von zwei Gummibändern gehalten wird und dementsprechend kann da nichts verrutschen. Ja, man muss also wirklich nur den Schuh hier an der Ferse halten und dann kann man mit dem Fuß in diesen Schuh hineingleiten, ne? Und das ist wirklich wunderbar. Das sind dann die Tree Dashers. Jetzt wird's spannend. Eieiei. Andere Box. Oh, Heimatland, Heimatland. Oh, shit. Eieieiei. Oh, die gefallen mir auch richtig gut. Das gibt's doch nicht. Jetzt schaut euch bitte einmal diesen Schuh an. Das ist eine absolute Granate. Also wirklich. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll. Ne, der Schuh hat hier keine Zunge. Das Reinschlüpfen wird noch einfacher, weil da halt wirklich nichts mehr verrutschen kann. Es ist alles so extrem soft. Diese Innenseite, keine Naht, das Ding, also diesen Dasher, den kannst du auch absolut ohne Strümpfe tragen. Die Sohle ist noch mal einen Ticken besser, weil sie noch softer ist. Oh. Verarbeitungsqualität auf den zweiten, dritten und vierten Blick absolut perfekt. Da gibt es nichts daran zu mäkeln. Und ich meine, der Bequemlichkeitsfaktor hier auf einer Skala von 1 bis 10, 11. Weil es so schön war, stellen wir zum Abschluss nochmal alle drei nebeneinander. Hier der Wool Runner Mizzle, dann der Tree Runner und dann der Tree Dasher. Wenn man sich irgendwo Schuhe bestellen will, ist eine zentrale Frage die nach der Größe. Um ein besseres Gefühl für die Allbirds-Größen zu bekommen, habe ich mir die Tree Dasher in drei verschiedenen kommen lassen. Ihr seht das hier, 9,5, 10 und 10,5. Das ist in Deutschland die 42,5, die 43 und die 43,5. Normalerweise habe ich bei vielen Marken die 43, die passt mir am besten, aber eben leider nicht bei allen. Zum Beispiel bei Nike, die fallen irgendwie mal ein Ticken kleiner aus. Das ist auch dementsprechend keine 43, sondern eine 43,5. Wie verhält sich das jetzt bei Allbirds?
lande ich da auch bei der 10,5 oder vielleicht sogar bei der 9,5? Nein, die 10, also die 43, die passt mir am besten. Also man kann vielleicht aus dieser Beobachtung mitnehmen, dass die Allbirds-Größen nicht irgendwie exotisch sind, keinen Ausreißer darstellen nach oben oder nach unten, sondern dass man die Größen, die man sonst auch hat, bei Allbirds ebenfalls als passend empfinden wird. Sonst vielleicht noch der Hinweis, dass es diese Zwischengrößen, also diese 0,5 Größen, nicht bei allen Allbirds-Schuhen gibt, sondern nur bei den Laufschuhen. Bei den Sneakern, da stellt sich die Frage gar nicht, da haben wir dann 42, 43, 44 und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, dass ich fast schon ein bisschen erschrocken darüber bin, wie gut mir diese Allbirds jetzt durch die Bank gefallen haben. Wenn das jetzt keine Auswahlbestellung gewesen wäre, sondern eine Einzelbestellung, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das jeweilige Paar Schuhe, das es dann zu mir geschafft hätte, auch wirklich behalten hätte, ich also auf mein Widerrufsrecht verzichtet hätte. Ja, jetzt haben wir hier aber eine Auswahl stehen und dementsprechend möchte ich auch ganz bewusst eine Entscheidung fällen. Obwohl nach dem Unboxing klar sein sollte, dass ich jedem dieser Schuhe etwas abgewinnen kann und dass ich auch eine gewisse Begeisterung dafür hege. Warum will ich mich trotzdem entscheiden? Ganz einfach, weil Nachhaltigkeit eben nicht bedeutet, dass wir wie die Irren konsumieren, dass wir all das kaufen, was uns gefällt, sondern dass wir uns in erster Linie klar darüber werden, was wir wirklich brauchen und dabei auch kritisch mit uns selbst umgehen. Ich habe in der Vergangenheit immer nur ein paar Schuhe gebraucht und das soll und wird in der Zukunft auch nicht anders sein. Und deswegen werden wir aus diesen drei Paaren jetzt ein Paar machen. Der erste Auswahlschritt, der fällt mir dann auch vergleichsweise leicht, weil dieser Tree Runner optisch halt schon eine ganz spezielle Note hat. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen Schuh tragen kann und tragen will und deswegen ist er als allererstes jetzt raus. Bleibt der Wool Runner Missile und der Tree Dasher und zwischen diesen beiden entscheide ich mich jetzt für den Tree Dasher. Warum? Zwei Gründe. Erstens, ich finde ihn von der Optik einfach noch ein bisschen ansprechender als der Wool Runner Missile. Und zweitens, ich finde auch vom Tragekomfort ist dieser Tree Dasher dem Wool Runner Missile überlegen. Also der hat es mir absolut angetan und deswegen werden wir den hier auf Ausprobiert jetzt auch im Dauertest begleiten. Ich habe meinen Tree Dasher jetzt etwa 4 Wochen lang getragen. Bevor wir uns ihn gleich nochmal im Detail angucken, um zu sehen, wie er sich so schlägt, will ich noch ein, zwei Dinge loswerden. Erstens, dieser Tree Dasher hier ist ein Auslaufmodell. Das heißt, man kann ihn leider nicht mehr bekommen. Es gibt mittlerweile den Tree Dasher 2, der so aussieht. Ich glaube, man kann den Tree Dasher 1 immer noch ganz gut erkennen. Es ist jetzt kein komplett anderer Schuh geworden. Die größte Veränderung zeigt sich im Bereich der Sohle, wo man deutlich mehr Grip erwarten kann, was für einen Laufschuh und als solcher ist er ja eigentlich gedacht, ganz nett sein kann. Wobei ich ganz klar machen will, dass ich diesen Tree Dasher hier nicht als Laufschuh trage. Ja, das kann man mal machen, aber ich denke, im Bereich der Laufschuhe gibt es dann doch noch eine größere Anzahl an Alternativen und auch besseren, ausgeklügelteren Optionen, auf die man dann zurückgreifen kann. Also, für mich ist das eher ein sehr bequemer Sneaker für den Alltag und als solcher kommt er auch zum Einsatz. Ich bin sogar zwischenzeitlich so überzeugt gewesen und das ist, glaube ich, das größte Lob, was man überhaupt machen kann, dass ich mir gedacht habe, diesen Tree Dasher, den kann man doch einmal zu Weihnachten auch verschenken. Und dementsprechend habe ich dann ein zweites Mal bestellt. Was dann aber leider nicht so gut geklappt hat, denn die Bestände waren falsch im Warenwirtschaftssystem hinterlegt und folglich hat man dann meine Bestellung storniert. Das war dann zugegebenermaßen so kurz vor Weihnachten nicht so geil, aber immerhin, der Kundenservice scheint auf Zack zu sein, auf Nachfrage, hat man mir für diesen kleinen Fehler immerhin eine Rückerstattung in Höhe von 10 Euro angeboten. Wobei die Antwortzeiten unter einer Stunde lagen, sehr lobenswert. Und jetzt schauen wir uns diese Tree Dasher nach einem Monat Nutzung genauer an. Hier stehen meine beiden Treter, vor 4 Wochen war ich sehr euphorisch und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass von dieser Euphorie nichts verflogen ist. Ganz im Gegenteil, also die hohe Verarbeitungsqualität hat sich bestätigt. Klar, ja, die Dinger sind im Einsatz, dementsprechend haben wir jetzt hier im Sohlenbereich Verfärbungen, aber das ist ganz normal. Ansonsten gibt es hier nichts, was ich irgendwie an Auffälligkeiten berichten könnte. Die Schuhe machen sich sehr gut. Wir haben an der Rückseite, an der Ferse, ich versuche es mal einzufangen, eine leichte Knötchenbildung. Das ist aber auch zu erwarten. Ja, das ist Merino-Wolle. Wenn man da eben mit den Socken, mit der Ferse drüber scheuert, dann bilden sich diese kleinen Knötchen. Und es ist jetzt auch nicht in einem Maß, von dem ich irgendwie ausgehe, dass wir hier in einem halben Jahr eine durchgescheuerte Stelle vorfinden werden. Das passt alles. Also im grünen Bereich.
Ja, und ansonsten vielleicht noch zwei Anmerkungen. Es hat jetzt die etwas kältere Jahreszeit Einzug gehalten und dementsprechend kann man einmal festhalten, dass die Sohle, wenn es draußen schneit und etwas eisig wird, tatsächlich nicht den besten Grip bietet. Also da muss man aufpassen. Sie quietschen aber nicht, wenn es nass wird. Also das ist auch eine Stärke. Das macht mancher Schuh, dieser hier nicht. Und darüber hinaus noch der Hinweis, dass wenn wir längere Zeit im Kälteren stehen, dass ihr dann dickere Socken einplanen sollten, denn gerade hier im oberen Bereich am Spann geht die Kälte doch recht einfach in den Schuh. Es ist ein dünnes Material, es ist ein atmungsaktives Material und folglich ist das hier die Einzugsstelle für die Kälte. Und dem sollte man vorbeugen, damit muss man umgehen. Und damit können wir das Video dann auch zumachen. Ich muss wirklich sagen, dass ich begeistert bin. Ich finde es großartig, wie Allbirds mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Ich liebe die Produkte, die ich hier hatte. Und das waren ja nur so wenig aus diesem riesigen Sortiment. Das heißt, wir müssen mal gucken, was da in der Zukunft vielleicht noch kommt. Ja, und ansonsten, wenn ihr mir die Frage stellen würdet, Allbirds oder Gießwein, dann ist das ein No-Brainer. Allbirds gewinnt in allen Kategorien. So, und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Wir werden den Langzeittest hier irgendwann in ein paar Monaten auch noch veröffentlichen, also wie er sich dann so nach einem Jahr schlägt, dieser Allbirds Tree Dasher. Und darüber hinaus hoffe ich, sieht man sich mal wieder. Bleibt sauber und stabil, hoffentlich bis bald hier bei Ausprobiert. Tschüss und Servus.